Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge und zum wiederkehrendsten Projekt auf meinem Kanal von Roleplay Farmers, meine lieben Freunde. Ja, wir sind wieder back in the business, back in the building. 2 gegen 1 ist dafür ja weggegangen. Wir haben ziemlich lange vorbereitet, haben auf die gute Map hier gewartet, kurz OOC gesprochen. Oh. Mal kurz hier. Kurz OC gesprochen. Wir haben auf die Map gewartet hier. Und dann, ja. Es ist halt einfach, ja, losgegangen. Und soll ich sagen? Kurz OC gesprochen. Wie schon gesagt. Wir werden uns jetzt mal kurz hier den Hof. Habe ich hier gekauft. Online. War eine Versteigerung. Ging zu einem ziemlich okayen Preis raus. Es sind keine Maschinen mehr vorhanden. Es sind ein paar Ballen. Ein bisschen Silage. Ein bisschen Weizen hier am Rumliegen. Aber sonst. Hier. Einfach ein Kuhstall. Ein paar Unterstellmöglichkeiten. Farmhaus, wichtig. Mit Parkplatz fürs Auto. Wie schon gesagt, ein paar Unterstellmöglichkeiten. Hier. Hier, hier, hier. Das ist gut. Wir haben keine Ländereien. Wir haben nichts. Das ist nicht so toll. Soll ich noch eine Änderung finden? Gut, das ist jetzt nicht so prickelnd, Leute, aber es muss so gehen, muss so klappen. Wir werden jetzt mal direkt zum Händler hingehen, weil ich habe den schon ausfindig gemacht, Leute. Das ist ganz eine einfache Geschichte. Der Hof ist, wie schon gesagt, der ist wirklich okay, der ist gut, der ist, sieht schon schickimicki aus. Hab mich schon, wie schon gesagt, ich habe mich informieren lassen, wo alles ist. Hier vorne ist die Gemeinde, Leute. Vorne auf der linken Seite. Dann muss man sich dann irgendwann mal anmelden. Und ja, ich sagen, ich gehe mal auf Lok zum Händler hin und guck mir mal da mal ein bisschen um. Bisschen an, was der so hat. Ob er auch Maschinen bestellen kann, schön. Und ja. Werden wir jetzt mal gleich gucken. Ja, das ist Abfahrt. Gut. Wir mal gucken. Bin irgendwie hier. Hier. Jemand da? Hallo? Hallo? Da klopft da also meine Tür. Oh. Oh. Wohl nicht der Eingang gewesen. Oh. Hallo? Hallo? Ah! Ah, dann Hab habe ich sie da an der Tür geklopft? dann habe ich wohl den falschen Eingang gemacht. Hallo? Ja. Da. Ich wäre der Willi. Das ist neu, oder? Hab sie ja Ja, ich nicht bin neu gehört. hier. Ich habe den Hof online gekauft. Hier hinten der alte Kuhhof. Vielleicht kennen Sie den noch. Vielleicht kennen Sie den Vorgänger von mir. Der hat so ziemlich, soweit ich weiß, der ist insolvent gegangen. Der Hof wurde versteigert. Ich habe den online ersteigert, den Hof. Ja, ich habe mich schon rumgehört, wo kriege ich Maschinen her? Und mir wurde gesagt, da sind Sie die beste der beste Ansprechpartner.
Das stimmt allerdings, ja. Mit Maschinen haben wir sehr viel zu tun. Ja, ich würde einiges natürlich dafür brauchen. Es ist ja alles weg und ich bräuchte halt eine ganze Hofeinrichtung, aber so günstig wie möglich. Deshalb ist halt ein Problem da. Hier im Dorf einen Lohnunternehmer? Ja, genau, ein Lohnunternehmen. Ah. Bisschen Dorf und der hat sogar, hat ich gehört, haben Schlepper zum Verkaufen gebrauchten. Okay. Okay, aber dann brauche ich ja schon mal keinen Drescher vorzeitlich, weil Drescher ist für mich immer teuer und dann brauche ich ja keinen Drescher, wenn es Lohnunternehmen hier gibt. Genau, ja, das schon, das machen sie auf jeden Fall. Ah, das ist gut. Das ist wirklich gut. Ja, wie schon gesagt, dann bräuchte ich aber den Rest jetzt zum Beispiel wie Gruber, Sämaschine, vielleicht ein Schlepper, vielleicht ein Gewicht, ein Düngestreuer vielleicht, eine Spritze, Ja, wir Palme. haben. Das ist momentan neu bei uns im Sortiment. Halt jetzt mal, wir haben ein Tablet, ein Firmen-Tablet, da ist alles Okay. kategorisiert, was wir Können Sie haben. das mir mal geben, das Tablet? Ja, einmal die Schulz mal liegt noch Okay. draußen, glaube ich. Okay, Dankeschön. Ja, das ist ja schon mal gut, Leute. So, hier ist das Tablet. Dankeschön. Jetzt hier die App öffnen. Ja, hier hat man eine komplette Übersicht. Genau, das hält jetzt neu und das wird noch stetig dabei, das Das heißt verbessern. jetzt, alles, was hier drin ist, kann man erhältlich haben. Ist das Genau. mit Bestellen oder ist das, habt ihr das schon da? Wisst ihr, was haben wir da? Ah, okay. Jetzt nicht alles auf unserem Standort, wir haben noch Klar. zwei andere Standorte. Ah, okay. Ja, wissen wir, was haben wir da? Und Teil müssen wir halt wirklich noch bestellen. Sind die Preise hier drin, wo sind, ja oder sind Ja, das? alle Preise sind noch nicht angepasst drauf, aber der Größteil der Preise, Ah, das passt. jawohl, okay. Aber wenn Sie jetzt hier solche mehr kaufen, dann kann man natürlich so ein bisschen Rabatt oder sowas Ah, machen. okay. Ja. Ich bin ja hierher gefahren und dann ist mir gleich der MF ins Auge gesprungen. Der habt ihr sogar hier auf dem Hof. Das stimmt, ja. Den F haben wir hier, Der ja. MF 6S. Würde mich jetzt persönlich interessieren. Können wir das Fahrzeug kurz mal besichtigen? Ja klar, warte, ich nehme mal kurz ein Schlüsselwerk, mal kurz reinsteigen. Ah, okay. Moment, ich komme da vorne aus der Tür Ah, raus. okay, dann gehe ich schon mal dahin. Dann ist ja das schon mal gut, Leute. Dann können wir ja den Rest gucken, wie es ausschaut mit Arbeitsgeräte. Und dann, oh, hier steht der Schlepper, den habe ich gesehen beim Reinfahren, Leute. Das Problem ist, wir müssen den Händler jetzt mal gleich fragen, ob da irgendwie Fronthubwerk mit Frontabwelle geht, weil der hat nichts drauf. Ja, dann mal gucken. Es ist ein 6S.165. Oh, Ah, moin. die Tür noch alle noch abgeschlossen, aber Schlüssel für den. Mal leider. Länger Alles gedauert. Warte gut. mal, ich mache die mal auf. So. Darf ich mich da mal reinsetzen? Ja, natürlich. Könnt mal ransetzen. Okay. Ui. Ui. Das ist aber schon moderner hier. Ja, das stimmt, den haben wir noch nicht so lange hier. Der hat ja auch fast keine Stunden drauf. Der ist ja Das neu. stimmt, ja. Ja. Ui. Ui. Hab ich. Ja, das war der Blinker. Ach Ui. so,
Habe ich gar nicht vorgestellt. Ich bin der Herr Kraft. Der Herr Kraft, okay. Genau. Das muss ich mir merken. Gut, der Herr Kraft. Jetzt habe ich, ich wollte gerade sprechen drüber. Gibt's da was? Fronthubwerk, also Treibpunktaufnahme, Zapfwelle, irgendwas? Das könnte man alles noch nachordern, ja. Okay. So ein Fronthydraulik wäre möglich und Frontzapfwelle auch. Okay. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich kenne mich nicht so aus gut mit MF, hat der die 165 PS, wo da ansteht, oder ist das nur eine Typenbeschreibung? Das müsste wirklich die PS sein. Ah, okay. Genau. Ah, okay. Jo, 165 PS hat ja maximale Leistung. Hat ja auch Luftdruck drauf, das ist gut. Dann würde ich mal sagen, wenn Sie mir irgendwie ein Angebot machen könnten für den mit Frontzapfwelle und Front. Geht das lange für Fronthubwerk und Frontzapfwelle einzubauen? Nee, wenn die Vorhydraulik von Frontzapfwelle da ist, wird es einen Tag ungefähr dauern, bis eingebaut und programmiert ist. Dann. Okay. Dann das ist in dem Fall relativ schnell. Das stimmt, ja. Ah, okay. Gut. Ja, dann möchte ich gerne mal einen Preis wissen für den, weil der gefällt mir richtig gut. Wenn Sie das mal irgendwie fertig machen können, das wäre schon gut. Das kann ich Ihnen durchgeben, ja. Okay, gut. Problem? Jetzt ist nur noch die Sache, ich bräuchte vielleicht noch ein Grober, eine Sämaschine vielleicht. Vielleicht ein Anhänger, Ballenanhänger. Sowas in der Art. Ja, es ist halt viel, weil leider hat mir halt der Hof hat halt nichts gehabt, weil der Hof eben in Insolvenz gegangen ist und da wurde halt alles verkauft. Und ja, es ist halt, ja. Ja, dann könntest du sich eigentlich am besten, einfachsten ist auch, was Ihnen am besten gefällt, ein Tablet nachstöbern. Okay. Sehen Sie ja links da kategorisiert Fahrzeuge und Geräte und. Ah, okay, das sehe ich jetzt gerade erst. Okay. Ja, da können wir stöbern, ist gerade am einfachsten was so machen. Ja, das finde ich auch. Anhänger. Okay. Ich glaube, da muss nichts Riesiges her, aber. Naja. Ich denke, alle habt ihr auch nicht da, oder? Oder? Nee, alle haben wir nicht. Nee. Okay. Da können Sie mal ein bisschen stöbern und dann entweder mir eine E-Mail schreiben oder nur anrufen oder mal das, vorbeikommen. Das wäre doch gut. Dann ich würde sagen, ich mache Ihnen eine Mail. Ich nehme Ihren Kraftlandmaschinennamen. Da ist sicher was im Internet zu Ihrer E-Mail da drauf, dann ja, genau. Würde ich Ihnen kurz was mailen, dann könnten Sie mir kurz den QR-Code schicken für diese App, wo Sie da haben, fürs aufs Handy, dann kann ich selbst bei mir kurz durchstöbern, dann kann ich alles gucken, was ich möchte und dann schicke ich Ihnen das zu und dann können Sie ja gucken, was Sie da haben und oder alternativ mir irgendwas erstellen und gleich einen Preis machen für alles und dann, wenn das passt, dass ich das gleich überweisen kann, dass das irgendwie losgeht. Ja, genau, so machen wir es dann. Ja. Okay, perfekt, dann machen wir doch das. Gut. Alles klar. Dann danke ich Ihnen schon mal und wir tun uns gleich, also später wieder hören. Ja, kein Problem. Super, ich danke Ihnen, ich wünsche Ihnen was. Ja, bitte. Schönen Tag, okay. Herr Kraft. So. Danke, ciao. So, Leute, das passt schon mal. Das ist richtig gut. Das ist doch, dann ist das in Ordnung. Dann gehen wir jetzt mal nach Hause. Gehen zu unserem Hof. Und dann,
gucken wir mal, wie das ausschaut. Es hat mir gefallen. Der Lohnunternehmer, der soll ja was zu verkaufen, einen Schlepper zu verkaufen haben. Naja, das ist, hört sich jetzt nicht so doof an. Wenn es kein Händler ist, Leute, dann kann man immer auch was am Preis machen, Leute. Das ist nicht doof. Muss man ganz ehrlich sein. Gut, dann fahre ich mal hier vorne gleich rein auf dem Hof. Ah, hier ist auch gleich ein Bauer. Okay. So, okay. Schon mal nicht doof. Ist da jemand zu Hause? Sollen wir mal frech rübergehen? Mal gucken. Hallo? 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 Hallo, ich. Hallo, wer sind Sie denn? Guten Tag. Ich bin neu hier da drüben eingezogen. Der, vielleicht wisst ihr es ja schon, der Hof ist ja pleite gegangen, der ist Konkurs gegangen. Und ich habe den online ersteigert und ich wollte mich jetzt mal vorstellen. Ja, ich war schon beim Händler für so ein paar Maschinen einzukaufen. Und ich denke mal, so Landwirt zu Landwirt können wir ja auch drüber sprechen. Ich wollte gerade fragen, wo ist das Lohnunternehmen? Das mache ich noch im Nebenerwerb. Also ich bin Landwirt und Lohnunternehmer. Ach, Sie sind der Lohn. Ah, das ist doch. Genau. Das ist doch gut. Siegler, hallo. Ja, Willi. Hallo. Hallöchen. So. Gut, mir wurde auch gerade gesagt, wenn ich schon hier bin, wurde mir gesagt, ihr habt vielleicht einen alten Schlepper zu verkaufen. Ja, ich habe durchaus einen, der nicht mehr so häufig verwendet wird, weswegen der eigentlich weg kann. Okay, das hat mir der Händler gesagt, dass sie vielleicht was zu verkaufen haben. Ja, warten Sie ganz kurz, ich mache den Schlepper mal eben aus und dann komme ich mit. Okay. Ja, das ist doch gleich gut, wenn wir den gefunden haben, den Lohnunternehmer, Leute. Das ist doch wirklich gut. So, ja, dann folgen Sie mal unauffällig. Machen wir das. Auch ein schöner Unimog. Ja, der macht auch gut seine Stunden davor. Hat er gut dran zu ziehen. Das kann ich verstehen. Ja, hier haben wir das Prachtstück. Ui. Er hat schon Moment gelaufen, also da ist nicht wenig drauf. Er hat gerade frisch hier einen Service bekommen, deswegen steht er ja auch noch in der Werkstatt. Was ist das für ein 900er? 926. Ah, 926. Genau, Vario TMS. Hat er, wie viele Stunden hat er? Ja, fragen Sie mich was Leichteres. Ich guck mal ganz kurz, Sekunde. Ja. 14.500 und Bart zerquetschte. Oh. Hat er den Triebsatz schon gemacht? Ja, also bis jetzt sind wir damit zuverlässig gefahren. Bis jetzt hat er da keine Probleme mit gehabt. Okay, okay. Na gut, wurde was in der letzten Zeit gemacht oder habt ihr den Schlepper schon lange oder? Das ist, ja, ich weiß nicht, der hatte glaube ich 2.000-3.000 Stunden oder so, da haben wir den gekauft. Okay. Ja, sonst hat der eigentlich, also der hat nichts Schweres gemacht jetzt, der hat gemulcht ein bisschen. Okay. Und hinter der, ja, so ein bisschen leichte Zugarbeit, sag ich mal. Ah, okay. Vom Kipper oder vom Kartoffelroh oder so, was hat der gemacht? Dann frage ich jetzt mal frech, was soll der kosten? Also zwischen 45 und 49 sollte der schon noch bringen. Okay. Ja, das hört sich ja nicht mal teuer an. Darf ich mir den mal angucken, wenn ihr sie kurz den rausholen könnt? Puh, klar, kann ich mal eben machen. Sekunde. Danke.
So, da ist der Chätzchen. Der hat keine. Ja, der Farb ist schon ein bisschen abgeplatzt. Aber sonst. Ross hat er Ja, nicht. gut. Nee, da haben wir den auch immer schön gepflegt. Also. Von der Wie Sie Grundsubstanz sehen, sieht er wirklich noch gut aus. der ist immer schön gewaschen worden, nie im Winterdienst gelaufen, das ist ja auch Okay, wichtig. ja, das ist natürlich wichtig, ja. Ja, und die Frontfender, fragen Sie mich nicht, ich glaube, die waren damals beim Kauf schon nicht dabei und dann hat sich das nicht ergeben, die nachzukaufen. Ja, das ist ja nicht so wild. Das ist ja jetzt nicht so eine teure Geschichte. Ich wollte gerade sagen, also der Händler, der kann Ihnen da sicher ein Angebot machen Ja, und dann eben schnell welche dran denk schrauben. ich mir jetzt auch, ja. Ja, was soll ich sagen? Wenn ich jetzt mal ein Gegenangebot machen würde und Sie mich jetzt nicht gerade wegschicken würden und ich so mit 41 anfangen würde, was würden Sie sagen dafür? 44,5, was halten Sie davon? Ja, wir sind schon auf jeden Fall näher dran, ja. Na komm, weißt du was? Wir schnacken nicht lange drüber. Ich komm Ihnen sogar ein bisschen mehr entgegen. Wie wär's mit 43? 43 43,5. Deal? Okay, die 500 können wir noch drauf machen. Das ist gut. Dann starten wir eine gute Zusammenarbeit. 43,5 und ich kaufe das Ding. Okay, sehr gut. Ja, dann danke ich Gut. Ihnen. Dann machen wir doch das. Wie machen wir Ja, wie? das mit der Umschreibung? Geben Sie mir den Brief mit und ich gehe den selbst ummelden oder? Oder wie machen wir das? Ja, Sie können mir auch Ihr Kennzeichen oder das Wunschkennzeichen sagen, Oder was Sie gerne hätten, das ist und dann natürlich. Das fahre ich ist. den noch ummelden. Ja, 926, das gefällt mir schon, aber die Buchstaben da vorne. Was wäre. Ja, kann man gerne ändern. Das ist Ja, wenn es das Kennzeichen noch gibt mit A. Warten Sie kurz, eine Sekunde. Mit GR. GR 926. Wenn es das noch geben würde, dann würde ich das nehmen. ja, frage ich beim Händler nach. Der macht auch die Anmeldung hier so im Umkreis für landwirtschaftliche Okay. Maschinen und dann ja, bringe ich ihn in die Tage vorbei. Super. Dann überweise ich Ihnen das Geld auf Ich Ihr schicke Ihnen eine Konto. Rechnung. Genau, Damit, dann machen wenn. wir das Ganze sauber. Jawohl, meine E-Mail-Adresse wäre willi68 Ja. at gmail.com. Okay. Ja, Super. gut. Dann schicke ich Ihnen die Rechnung dahin, Perfekt. sobald er umgemeldet ist, und dann bringe ich Perfekt. ihn den vorbei. Dann danke ich Ihnen doch. Jo, Ich okay. wünsche Ihnen noch was. Einen schönen Tag. Jo, danke gleichfalls. Tschüss. Jo. Channel switched. Ui, Leute, wir haben sich einen 926 gegackert. Gut, Leute, ich mach das offscreen fertig. Das Zeug im Händler schicken. Und dann, ja. Dann würde ich sagen, dann mache ich das hier, wie schon gesagt, offscreen komplett fertig. Und dann, ja, haben wir das. Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, like nicht vergessen, ein Abo dalassen und unbedingt zunächst mal vorbeischauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.